Extrem-Mountainbiker Harald Philipp in den norditalienischen Alpen. Da, wo selbst erfahrenen Bergsteigern der Atem stockt, geht er auf zwei Rädern ans Limit. Risiko ist auf jeden Fall dabei. Also das Risiko hat auch einen gewissen Reiz. Ich glaube, dass wenn man so genau an den äußersten Rand seiner Komfortzone geht, da wo man gar nicht mehr genau weiß, kann ich das eigentlich? Da wird es richtig spannend. Wenn er komplett in die Fahrt vertieft ist, kommt in ihm ein Glücksgefühl auf. Flow nennen Wissenschaftler diesen mentalen Zustand. Wenn man so wirklich ganz drin ist in diesem Flow, in diesen Momenten gibt es dann kein Überlegen, kein Nachdenken. Da ist man dann nur noch drin im Radfahren. Für mich werden dann die 2,5 Sekunden Wegstrecke von mir zu einem Universum. Und ich werde da ganz eins mit dem Rad. Im Rausch der Gefühle bergab. Das kann auch süchtig machen. Da ist durchaus eine Gefahr drin, weil der Flow, der zieht einen nach immer mehr, nach immer noch ein Stück einen draufsetzen. Also da, wo ich gestern meinen Flow gefunden habe, finde ich ihn heute nicht mehr. Man muss so in diesen Momenten, in denen man nicht im Flow ist, sondern bewusst auch nachdenken kann, da kann man, glaube ich, schon eine Richtung setzen, in die man sich entwickeln will. Also für mich persönlich wird es auch nicht noch gefährlicher und noch abgründiger gehen als Via Ferrata. Das war schon durchaus eine Grenzerfahrung. Schon der Aufstieg mit dem Fahrrad auf den Schultern ist eine Grenzerfahrung. Der Film Via Ferrata dokumentiert Harald Philipps Tour über 3 Klettersteige in den Brenta-Dolomiten in Italien. Ohne Seilsicherung. Immer den Abgrund vor Augen. Das ist eine Tour, wo einfach keine Fehler passieren dürfen. Und das ist einerseits das Dumme dran, aber auch das, was sich so toll anfühlt. Ist so dieses, es hängt jetzt zu 100% an mir, was da passiert. Warum muss man einen Weg befahren, der so abgründig ist? Da gibt's keine wirklich sinnvolle Erklärung dafür. Aber irgendwas hat mich daran gereizt, irgendwas hat mich dahin gezogen. Und ich hatte auch das Gefühl, als diese Tour dann bestanden hatte, als ich diesen Weg fertig gefahren bin, dass ich so über mich hinausgewachsen bin in diesem Moment. Gemeinsam mit einem Sportwissenschaftler hat der Deutsche sogar schon ein Buch über seine Erfahrungen und den Flow geschrieben. Ganz akribisch plant Harald Philipp seine Fahrradabenteuer bei sich zu Hause in der österreichischen Stadt Innsbruck. Er analysiert den Berg bis auf den kleinsten Felsbrocken vor jeder Tour. Die finde ich halt ganz spannend, weil die halt landschaftlich schon so gewaltig ist. Da geht es halt hier genau über diesen Grat hier runter. Und das muss einfach ganz schön lässig sein, glaube ich, wenn du so exponierten Blick hast nachher ins Tal. Harald Philipp will seine Erlebnisse mit anderen Menschen teilen. Deswegen schreibt der Extremsportler nicht nur Bücher und dreht Filme, sondern hält auch Vorträge in ganz Europa. Mir ist ganz wichtig, dass so das Gefühl rüberkommt, dass ich selber am Berg habe. Und dass es auch jetzt nicht so keine Heldengeschichte ist, weil ich fühle mich nicht als Held, wenn ich auf dem Berg unterwegs bin. Es ist nicht so, als würde ich da theatralisch dem Gipfel gegenüberstehen und tada, den bezwinge ich jetzt. Sondern es ist einfach für mich ein ganz tolles Gefühl, draußen unterwegs in der Natur zu spüren. Sinnvoll ist das, glaube ich, nicht, was ich mache. Das äußert sich einfach nur daran, dass es mich selber glücklich macht. Deshalb wird er sich immer wieder stundenlang mit dem Rad auf dem Rücken den Berg hochquälen. Für eine Abfahrt, bei der er ganz bei sich ist. Im Flow.